Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Telefootball zum Stadiontest des Max-Morlock-Stadion vom 1. FC Nürnberg. Der Wunsch beim Club ist ja sehr groß, ein eigenes, reines Fußballstadion zu bekommen, aber auch diese Spielstätte ist etwas ganz Besonderes. 50.000 Zuschauer passen rein, WM-Stadion von 2006, eröffnet wurde es bereits 1928, benannt nach Max Morlock. Dieser wurde Weltmeister 1954, ist ein Idol beim 1. FC Nürnberg und war nicht nur aufgrund seiner sportlichen Erfolge hier so hoch angesehen, sondern auch aufgrund seiner bodenständigen Art. Hier in Nürnberg haben wir ja auch noch eine Laufbahn, was ja im modernen Fußball durchaus selten geworden ist. Dafür fanden hier aber auch schon bereits mehrere Male die deutschen Meisterschaften der Leichtathletik statt. Ich war bereits auch schon einmal hier in Nürnberg und heute schauen wir uns im Test nochmal alles ganz genau an. Das Essen, die Anreise und natürlich auch vor allem die Atmosphäre. Also lass uns reingehen in den Stadiontest vom Max-Morlock-Stadion des 1. FC Nürnberg. Blicken wir erstmal auf das Thema Anreisen beim Max-Morlock-Stadion und dafür ist die Lage von diesem Areal auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, denn dort spielt vor allem auch die deutsche Geschichte eine große Rolle. Denn das Stadion liegt hier auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände außerhalb der Stadt. Ringsum ist der Dutzenteich, das Zeppelinfeld sowie auch die alte Kongresshalle. Und auch in der Moderne hat der 1. FC Nürnberg hier seinen Platz gefunden, denn auch die Trainingsplätze sowie die Geschäftsstelle sind hier in unmittelbarer Nähe. Über die Haltestelle Nürnberg-Frankenstadion erreichte das Stadion übrigens dann auch mit dem Zug. Kostet auch nichts, denn das ist im Ticket mit enthalten und auch mit dem Bus aus der Innenstadt hier rausfahren ist auf jeden Fall zu empfehlen. Mit dem Auto wiederum ist es ein bisschen schwieriger. Man kann online vorher schon beim Club im Online-Shop eben sich ein Parkticket kaufen für die Parkplätze S2 und S5. Das kostet allerdings 35,70 Euro. Wir haben hier bei der Messhalle geparkt, am Zentrum hier für die ganzen Messen. Und da ist eben auch ein großer Parkplatz, der heißt Große Straße. Da bezahlen wir jetzt für unseren Stadionbesuch 6 Euro und das kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Somit hat bei uns die Anreise sehr, sehr gut funktioniert. Letztes Mal, als wir hier waren, sind wir mit dem Zug gekommen aus der Innenstadt. Auch das war auf jeden Fall durchaus ganz gut. Zurück dann mit dem Bus. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten anzureisen und das ist hier auf jeden Fall wirklich gut gelöst. Ich zeige euch gleich nochmal den Parkplatz, wo wir geparkt haben, damit ihr das auch nochmal wisst. Und somit läuft es auf jeden Fall hier in Nürnberg. Hier ist nämlich dann die große Straße, ein Riesenparkplatz und wir stehen da hinten. Sind 2,5 Stunden vor Anpfiff angereist. Da war aber der Parkplatz schon nahezu voll. Also ich bin sehr gespannt, wo die ganzen Autos gleich noch hingeleitet werden. Hier ist natürlich auch noch Riesenfläche. Und da geht es ja dann laut Beschilderung mit P14, P15 und so weiter auch noch weiter. Also Parkplätze gibt es dann hier auf jeden Fall genügend. Und drumherum haben wir hier in Nürnberg, da hinten also dann unter anderem das Messezentrum. Dadurch eben auch so viele Parkplätze, aber auch sehr viel Grün, ein bisschen Wasser. Schön. Und jetzt geht's hier durch den Wald zum Stadion. Schön. Mein Ticket hat hier übrigens 41 Euro gekostet und liegt im Oberrang auf der Gegentribüne. Sicherlich vom Preis her durchaus diskutabel, ob man so viel für ein Oberrang-Ticket zahlen sollte. Aber am Ende, wenn man ein gutes Spiel sieht und eine gute Sicht haben aufs Feld, sollte das hoffentlich passen. Ansonsten kommt man hier in Nürnberg auf jeden Fall auch gut an Tickets ran. Klar, jetzt im Derby gegen Fürth wird sicherlich ein bisschen voller sein. Das war ja auch in der Saison bereits. Aber ansonsten hat man hier auf jeden Fall auch als Nichtmitglied sehr, sehr gute Chancen auf Karten. Also wenn ihr mal ins Max-Morlock-Stadion wollt, holt euch eine Karte. Das ist hier auf jeden Fall wirklich gut möglich. Und hier ist dann auch der erste Nürnberger kleine Fanshop auf dem Weg. Und da sieht man auch schon die Flutlichtmasten und das Max-Morlock-Stadion. Jetzt gehen wir hier mal rein und das sollte sicherlich relativ zügig gehen, 2 Stunden vor Anpfiff. Wir sind drin im Stadion, gab ein ganz kurzes Problem am Einlass, weil unser Ticket noch 3-mal umgeknickt werden musste, damit es auch unter den Scanner gepasst hat. Aber ansonsten sind wir drin und hier gibt es auf jeden Fall, sehe ich schon jetzt, sehr viel Essen und Trinken. Da gibt es nämlich schon mal 3 Wägele, dahinter ist so ein ganz normaler Stadionkiosk, haben wir da Brezel und da Surf and Fries. Und da hinten geht es dann auch noch weiter. Sehr viel Auswahl hier. Was hier schon jetzt wirklich cool ist, ist dieser sehr, sehr große Platz. Also zum Hin- und Herlaufen, wunderbar. Das macht einen sehr schönen Eindruck. Fischbrötchen haben wir auch noch. Hinten gab es auch einen Langoststand. Also schon Wahnsinn, was die hier für eine Auswahl haben. Was haben wir hier? Vegetarisch, Drehspieß, Fladenbrot. Also dönermäßig. Junge, bevor wir zum Essen und Trinken kommen, jetzt erstmal ganz kurz auf unsere Plätze.
Und da sind wir. Im Max-Morlock-Stadion. Und hier ist unser Platz. Weit unterm Dach. Aber finde ich auch mal ganz geil. Gut, wir sehen die Haupttribüne nicht komplett, aber das ist auch wurscht, weil das Dach sehr weit reinragt. Und ansonsten ist dort die Nürnberger Fankurve. Und hier füllt sich gleich der Auswärtsblock von Schalke. Zudem auch noch schön, letzte Reihe heute für mich, also auch zum Film durchaus perfekt. Hinter mir eine schöne Scheibe mit Wald im Hintergrund. Da kommen auf jeden Fall noch einige zum Stadion. Schön hier. Was man auf jeden Fall schon ganz gut sehen kann, es ist ordentlich Wind in der Hütte. Also hier zieht's, aber das sollte sicherlich gehen. Hier ist das Dach auch ein bisschen offen. Klar, wenn es regnet, ist das kein Problem, weil ja darunter direkt das nächste ist. Und auch hier oben haben wir eben dann eine kleine Lücke. Aber auf jeden Fall schon geile Plätze hier. Und jetzt geht's erstmal zum Essen und zum Trinken. Das Stadion füllt sich. Viele Leute, viele Fans hier schon unterwegs. Und man sieht von hier oben schon mal ganz gut, was es hier alles so gibt. Da sind die Toilettenhäuser, genauso wie da hinten. Und dann eben verschiedene Wagen mit sehr viel Essen und Trinken. Und dann gibt es eben hier in diesen Zwischenbereichen auch noch die typischen Stadionkioske sozusagen. Mit natürlich auch Bratwurst und Bier. Und jetzt geht es erstmal schön Nürnberger Rostbratwürste, wie es sich gehört. Wir haben jetzt hier ein schönes Bierchen, halber Liter von Kulmbacher. Ich habe schon probiert, schmeckt sehr, sehr gut. Kostet übrigens hier 5,50 Euro. Also schon ein ordentlicher Bierpreis. Aber für ein leckeres Bier bezahlt man ja auch mal gerne 5,50 Euro. Pfand ist hier natürlich auch mit dabei, kostet pro Becher 2 Euro. Nürnberger Rostbratwürstchen, 3 im Weckle, gibt es hier auch. Kostet 4 Euro eine Portion. Und sieht gut aus. Ist halt typisch Nürnberg und das finde ich geil. Sehr gutes Ding. Für 4 Euro machst du gar nichts falsch. Das schmeckt richtig gut. Was halt auch bei so einem Dreigespann an Bratwurst geil ist, dass halt nahezu das ganze Brötchen abgedeckt ist. Also egal, wo du reinbeißt, du hast Wurst. Für mich als großer Bratwurst-Fan damit auf jeden Fall perfekt. Geil. Wenn wir ansonsten mal auf das Essen und Trinken hier blicken, gibt es auf jeden Fall sehr viel zu sagen. Deswegen habe ich auch hier parallel meine Notizen auf dem Handy. Ihr habt ja draußen schon gesehen, es gibt unglaublich viele Kioske hier, einzelne Stände und es gibt Folgendes an Essen. Wir haben Nürnberger, wir haben Currywurst, Steak, Hotdog, es gibt Leberkäse, Schnitzel, Frikadelle, Fischbrötchen, Pommes und Pizza. Zudem auch noch Grillkäse, Crepe und es soll auch noch Regionales für Gästefans geben, was auf jeden Fall sich sehr sympathisch anhört. In Sachen Trinken haben wir hier Pils, was wir schon probiert hatten. Es gibt auch Helles, mag ich persönlich sehr. Gucken wir mal, ob das vielleicht gleich auch nochmal zu finden ist. Ansonsten alkoholfreies Bier, es gibt Weizen, es gibt Naturradler, Weinschorle, Cola, Fanta, Wasser, Kaffee und Kakao. Also was das für eine Auswahl ist, die wir hier auch vor allen Dingen draußen durch die Stände haben, das ist schon richtig, richtig stark. Draußen gibt es eben zudem diese Foodtrucks, es gibt ein Veggie-Foodtruck, ein Bierwagen oder verschiedene Bierwagen und zudem auch noch Weinstände. Also wer da nichts findet, der ist selber schuld. Extrem viel Auswahl. Die Nürnberger haben schon mal richtig gut geschmeckt, das Bier auch. Ich denke mal gleich probieren wir noch mal ein bisschen was anderes. Was mich ja auch immer viele fragen, ja wie kann man denn in dem Stadion bezahlen? Nur mit Karte, nur mit Bargeld? Hier in Nürnberg geht beides. Ich habe in meiner Bankkarte bezahlt, also bargeldlos. Ihr könnt aber hier auch mit Bargeld bezahlen. So steht es auch auf der Homepage vom FCN. Was auch nochmal ganz interessant ist hier in Nürnberg, ihr könnt auch schon vorher Getränke sowie Wurst oder Pommes bestellen. Also entweder während ihr noch im Auto sitzt beim Parken oder schon zwei Tage vorher, könnt ihr tatsächlich hier für die Kioske etwas bestellen und dann könnt ihr das an einem extra Kiosk abholen. Da könnt ihr euch vorher auch ein bisschen drüber informieren. Das ist sicherlich ein cooler Service. Kann man auch machen, wenn man hier selber im Stadion ist. Auch dann könnt ihr online euer Essen bestellen oder eben auch was trinken. Geht dann zu dem Kiosk und könnt es ohne Anstellen abholen. Müsst auch da noch bezahlen, aber das ist sicherlich eine ganz coole Sache, wenn es denn auch dann eben genauso funktioniert. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das grundsätzlich hier stimmungsmäßig in Nürnberg so ist. Denn eine Laufbahn ist natürlich im Fußballbereich nie optimal für die Stimmung als solches. Was hier auch ganz interessant ist, sieht man jetzt von hier nicht perfekt, aber das Stadion ist ja achteckig. Und diese achteckige Form hat es tatsächlich schon von Anfang an, also von 1928 hinweg, gibt es diese achteckige Form. Das ist typisch Nürnberger Stadion.
und hier steckt auf jeden Fall schon extrem viel Geschichte drin. Gerade auch mal eben auf den Toiletten gewesen. Die sind zwar nicht von 1928, aber sicherlich schon ein bisschen älter. Sind übrigens in Blau und Gelb gehalten, hat mich durchaus überrascht. Und ich sag dazu, Pissrinnen, die gibt es ja auf jeden Fall. Also keine Pissoirs, sondern auch noch durchaus klassisch. Aber eine Stunde vor Anpfiff, keine Schlangen, keine Probleme. Das läuft auf jeden Fall. Ansonsten füllt es sich hier auf jeden Fall schon ordentlich, deutlich mehr Leute als noch vorhin. Und jetzt sollen wir uns noch mal was Schönes zu trinken. Jetzt mal kein Bier, sondern ja, eine Mezzo-Mix, ein Orange-Cola-Mix, eine Bio-Limo kostet hier 4,50 Euro, halber Liter. Ah, schmeckt. Ansonsten würde ich euch auch noch gerne weitere Essenssachen zeigen. Ich habe euch ja schon gesagt, was es hier alles gibt. Ich habe euch die Stände gezeigt. Probieren möchte ich aber jetzt gerne nochmal eine Menge Rostbratwurst, weil die einfach so gut schmeckt. Auch von außen finde ich das Stadion echt ganz schick gehalten. Ist halt nicht dieses typische Katakomben. Das sieht schon ganz gut aus hier. Jetzt hier also nochmal zu den Nürnberger Rostbratwürstchen. Die schmecken einfach gut. Jetzt haben wir hier nochmal schöne Nürnberger. Und dann geht's hoch in den Block und dann noch langsam los mit dem Spiel. Ganz langsam, aber sicher. Einfach geil. Einfach geil. Noch eine gute halbe Stunde bis zum Anpfiff. Also hier ist jetzt auf jeden Fall deutlich mehr los als auch vorhin, aber trotzdem halten sich die Schlangen noch in Grenzen. Ich finde von außen das Stadion in Blau und Weiß natürlich durchaus schick, auch mit den Flutlichtmasten. Es hat halt was. Also ich habe lieber ein solch traditionelles Stadion als jetzt einen kompletten Neubau, wo alles irgendwie so ist wie bei anderen auch. Ich finde Max-Morlock-Stadion vom Aussehen, vom Ambiente her, auch mit dem vielen Platz hier drumherum, zum vielen Laufen, mit vielen Ständen, vielen Toiletten, das ist schon cool. Und jetzt gehe ich wieder in meinen Block zurück auf meinen Platz und dann geht es auch los mit dem Spiel. Unsere Nummer 6, Florian! Nee. Die Elf, Kanji! Und geilste Vereinshymne dieser Welt! Kann ich leider nicht filmen, aufgrund des Urheberrechts. Für eine große Fußball. Liebe Freunde, hier kommen unsere Teams. Hier sind der FC Schalke 04 und der erste Fußballclub. Das ist nicht für den Schal, ne? Pause in Nürnberg und so wird schon mal eine ganz gute Zeit, um über die Stimmung hier im Max-Morlock-Stadion zu sprechen. Ich finde die Nordkurve, sprich dort, wo wirklich auch die aktive Fanszene ist, macht wirklich eine tolle, ja, einen tollen Support, tolle Unterstützung für die Mannschaft. Von den anderen Plätzen kann sicherlich noch ein bisschen mehr kommen. Wir sitzen aber auch halt sehr nah am Auswärtsblock und kriegen dort vor allem auch die Stimmung mit. Ansonsten hier in der Halbzeitpause einiges los, vor allem bei den Kiosken und Toiletten in den Zwischenraum. Da staut es sich schon ordentlich, aber vor allen Dingen auch Toiletten läuft relativ zügig. Kioske wird sicherlich ein bisschen dauern, aber ansonsten passt das auf jeden Fall. Generell einfach immer cool, wenn du rund ums Stadion viel Platz hast zum Rumlaufen und das ist hier halt extrem gegeben. Kann weitergehen hier in Halbzeit 2. Scheiße, Mann. Das ist ja keine Verschlechterung.
Feierabend in Nürnberg. Jetzt geht's wieder Richtung Parkplatz und mal gucken, wie schnell wir da auch wegkommen werden. Nebenan ist auch noch eine Messe. Hier rollt auf jeden Fall der Verkehr. Gegenüber sieht es auch noch nicht nach Stau aus. Das wird auf jeden Fall interessant jetzt. So, jetzt geht's runter vom Parkplatz. Das läuft doch erstmal flüssig hier. Mal gucken, ob es auch gleich auf der Straße genauso ist. Und jetzt geht es hier nochmal komplett einmal um den Parkplatz, wo wir drauf gestanden haben, damit auch die Abreise hier vernünftig läuft. Also, das ist auf jeden Fall sicherlich ganz gut gelöst in Nürnberg mit dem Parken. Auch die Abreise funktioniert somit relativ einwandfrei. Wir werden jetzt sicherlich gleich nochmal ein Ticken an der Ampel stehen, viel mehr aber auch nicht. Somit war es das hier mit dem Stadiontest vor Ort in Nürnberg und jetzt geht es nochmal rein ins große Fazit. Kommen wir also zum Fazit meines Stadiontests beim 1. FC Nürnberg. War auf jeden Fall ein richtig schöner Besuch im Max-Morlock-Stadion. Ich war ja zum zweiten Mal überhaupt erst dort. Ist sicherlich immer wieder interessant in Nürnberg zu sein und wir blicken jetzt mal auf meine drei Kategorien, das Parken oder besser gesagt die Anreise. Wir schauen uns das Essen an und auch nochmal die Atmosphäre jetzt im Nachhinein im Fazit. Wenn ich dann an das Parken denke oder eben auch grundsätzlich an die Anreise, habe ich mich vorher informiert und ich würde mir wünschen, dass der Verein da in Sachen PKWs nochmal bessere Informationen gibt, was eben auch die große Straße angeht. Das fand ich war nicht ganz so ersichtlich, denn das habe ich vor allem dadurch erfahren, dass es eben bei anderen Vereinen bei der Auswärtsinfo geschrieben wurde, aber nicht selber beim 1. FC Nürnberg. Ansonsten ist eben dieser Messeparkplatz sehr, sehr wichtig für PKWs, ansonsten wird es schwierig. Dadurch ist natürlich auch die Abreise ein bisschen mit Stau verbunden, das muss man auf jeden Fall wissen. Auch den ÖPNV hatte ich mal genommen in Nürnberg, da war dann so ein bisschen das Problem, dass der dann schon sehr, sehr voll ist. Also informiert euch auf jeden Fall vorher, wie ihr anreisen wollt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. In Summe bin ich hier bei einer 7 von 10. Ist, denke ich mal, durchaus passend als Benotung für das Parken in Nürnberg. Machen wir weiter mit dem Thema Essen. Und das ist natürlich etwas, was viele Fußballfans interessiert und auch mich in Nürnberg interessiert hat. Denn ich wusste schon im Vorhinein durch die ganzen Online-Informationen, dass es sehr viel zu essen gibt. Und vor Ort wurde ich dadurch auch nochmal bestätigt und ich wusste sogar nochmal mehr, was es gab. Denn in Nürnberg im Max-Morlock-Stadion gibt es extrem viel Auswahl an Essen und Trinken. Wir hatten zwar relativ hohe Preise, finde ich aber dann sogar teilweise gerechtfertigt bei einer solchen guten Qualität und vor allem auch bei einer solchen Auswahl. Und es hat eben auch richtig gut geschmeckt. Klar, ich hatte am Ende nur Nürnberger, weil mir die einfach so unfassbar gut geschmeckt haben. Ich habe aber eben auch den Rest an Essen und Trinken gesehen. Auch das sah richtig gut aus. Und deswegen komme ich hier auf eine richtig starke 9 von 10. Das Wichtigste für einen Fußballfan ist und bleibt aber die Atmosphäre in einem Stadion, rund ums Stadion. Und auch das fand ich in Nürnberg wirklich gut. Denn erstmal mag ich das. Max-Morlock-Stadion ist ein sehr, sehr schönes Stadion, von außen wie auch von innen. Klar, die Laufbahn, die ist natürlich nicht optimal. Bei mir, bei dem Spiel, war auch wirklich eine klasse Stimmung. Generell könnte natürlich das Stadion an anderen Spieltagen noch voller sein, dann wäre es perfekt. Drumherum haben wir eine wirklich wunderschöne Umgebung, da steckt eben auch wirklich viel Geschichte drin und das merkt man auch. Bedingt durch die ganze Einordnung auch des Spiels plus eben auch der Beachtung von anderen Spielen, wie es da vielleicht in Nürnberg so sein könnte, habe ich mich hier für eine 7 von 10 entschieden. Wenn wir dann mal die ganzen Noten zusammenrechnen, die 7 vom Parken, die 9 vom Essen und die 7 von der Atmosphäre plus auch die Stimmung, besser gesagt die Atmosphäre, doppelt ranken, kommen wir hier auf eine Durchschnittsnote von 7,5 und damit landet hier der FCN in meinem Stadion-Ranking auf einem richtig starken zweiten Platz. Grüße nochmal an alle Nürnberger unter euch, schreibt eure Meinung zum Stadion-Test mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I.